Hey Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem frisch geschaut Video hier bei Levi's Card 1210. Ja, ich habe mir eben Angry Birds, der Film, reingezogen auf Blu-ray, Freunde. Und ist ein ganz netter Animationsfilm, Animationsspaß. Ich war ja sehr gespannt auf die Technik, die Animation, wie das animiert wurde. Ja, das Federkleid der Tierchen ist wirklich sehr gut gelungen. Ansonsten so technisch natürlich. Das Wasser haben sie sehr gut animiert. Die Insel, wo die kleinen Angry Birds leben, ist auch wunderschön animiert, Freunde. Das ist so eine tropische Insel. Im Gegensatz dazu gibt es die kleinen grünen Schweine, Freunde, die fiesen Schweine, die sind dann aalglatt, haben dicke, fette Bäuche. Und dagegen sind die Angry Birds einfach ja, herrlich gefiedert und wunderschön. Jeder hat seine eigenen Charaktere. Jetzt, nachdem ich den Film geschaut habe, weiß ich natürlich, und ich habe das Spiel lange nicht mehr gezockt, dass ich vergessen habe, welche Eigenschaften diese Vögel haben. Ja, die haben ja alle eine andere Eigenschaft, die im Spiel dann halt sich dann widerspiegelt, Freunde. Und ja, er ist zum Beispiel hier, Chuck. Das ist ein sehr, sehr schneller Freund und der ist da wirklich pfeilschnell, Freunde. Das ist Red natürlich, der Hauptcharakter des Films. Er hat so dicke Augenbrauen, ist eigentlich ein Außenseiter. Der Film fängt auch so an, dass man erstmal ihn so kennenlernt und dann kommen halt die Schweine. Ja, ist es Friend oder Foe? Ja, Freund oder Feind? Ja, das werdet ihr dann im Film sehen. Und hier haben wir dann noch Bomb, Freunde. Das ist so ein gemütlicher, dicker, fetter, der, wenn er sich aufregt, halt explodiert. Ja. Wie gesagt, technisch super gemacht. Die Grafik, ja, sagt man ja so bei CGI-Filmen, ist echt herrlich. Kommen wir zu den Bonusmaterial, Freunde. Ich habe den Film, also die Bonusmaterial jetzt hier alles mal durchgeschaut. Das ist reichlich. Also fast eine Stunde habe ich da gesessen. Ja. Wobei hier steht exklusiv auf Blu-ray 4 Küken Kurzfilme brandneu. Das frühe Küken fängt den Wurm. Also wenn diese 4 Kükenfilme nur auf Blu-ray gibt, ja, lohnt sich das extra nur dafür Blu-ray zu holen. Gut, man holt sich natürlich eine Blu-ray wegen der Bildqualität und nicht wegen dem etwas mehr Bonusmaterial. Ich glaube, ich habe jetzt nicht die DVD zum Vergleich. Ihr könnt ja mal gucken, welches Bonusmaterial ihr, falls ihr die DVD-Version habt, vergleichen. Also, von den 4 Küken-Kurzfilmen ist eigentlich nur dieser frühere Küken fängt den Wurm ein Film. Die anderen drei sind so, ja, so Feiertagsgrüße, so kurz, ganz kurze Feiertagsgrüße von diesen Küken. Also ist unbedingt, ja, muss man nicht unbedingt sehen, aber gut, der frühe Küken fängt den Wurm ist gar nicht mal so schlecht. Mehr hat mir, also umso mehr hat mir, da war so ein dreiminütiges, so kurze Clips, wo die halt diese drei halt ins Kino gehen. Das hat mich wirklich zum Lachen gebracht, diese Kurzfilme. Das waren richtige witzige Kurzfilme, Freunde, wo die drei halt ins Kino gehen und da ja, verschiedene Situationen halt erleben, Freunde. Und ja, die Stimmen dieser Birds, Freunde, er ist natürlich pfeilschnell, etwas höhere Stimme. Er hat etwas, ja, eine dunkle Stimme und er so eine ganz raue Stimme. Und jetzt weiß ich auch, dass er hier auch zu den Angry Birds, klar. Und er spricht gar nicht und macht einfach nur. Ist auch sehr interessant. Ja, mein Fazit zum Film. Gut, wer das Spiel mag, Angry Birds, der wird den Film sowieso lieben. Ich bin jetzt nicht so der große Angry Birds Fan. Ich habe es mal eine Zeit lang gezockt, mal ein bisschen gesuchtet, aber
Gut, wie gesagt, lange Zeit nicht mehr gezockt und mir war halt wichtig, dass ich den Film ohne das Spiel. Gut, man erkennt halt die Charaktere, die Eigenschaften der Vögel im Film und ja, wie gesagt, falls ihr das Spiel mögt, dann werdet ihr den Film lieben. Allen anderen ist ein ganz netter Animationsfilm. Ja, das war mein Fazit, mein frisch geschaut Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sag bis zum nächsten. Bye, bye.